Die Liegestütze kräftigt den ganzen Körper. Sie macht saumäßig Spaß, weil sie so effektiv ist. Sie kräftigt die Brust, den Bauch und auch sonst noch fast alles im Körper, aber nur, wenn du sie richtig machst. Und wie die perfekte Liegestütze geht, erkläre ich dir jetzt in 2 Minuten. Hallo, liebe Freunde der Gesundheit. Die richtige Liegestütze ist viel anstrengender, als wenn du sie einfach nur so machst. Deswegen empfehle ich dir, nimm eine Erhöhung. Gut, wir gehen gleich rein. Das Wichtigste ist die Grundposition. Setz die Hände ordentlich auf und die Füße. Setz sie so auf, als würdest du es meinen. Ne? Das heißt, du machst maximal viel Druck hier in den Boden. Und du siehst, ich beginne schon leicht zu zittern. Jetzt eine gerade Wirbelsäule, zieh dich in die Länge, richte die Hüfte aus und drück dich, ganz wichtig, weg vom Boden. Und jetzt baust du eine Spannung auf von den Händen zu den Füßen. Das heißt, als würdest du die Hände zu den Füßen ziehen wollen. Und diese Spannung behältst du die ganze Zeit bei. Und du merkst auch jetzt schon, dass du die Füße dadurch stärker in den Boden drückst. Ich zitter schon. Und mit dieser Aktivierung, hältst du bis unten bei, beugst du einfach nur die Ellbogen und wieder nach oben. Völlig okay, wenn du nicht ganz runterkommst am Anfang. Wichtig ist, dass du diese Aktivierung hältst. Und wenn du willst, am Anfang erstmal nur hier. Ein Tipp noch zu den Ellbogen. Die Ellbogen bleiben eng und die Schultern, ganz wichtig, gehen nicht nach hinten. Das heißt, in dieser Position nicht die Schultern nach hinten nehmen, sondern wirklich die ganze Zeit weggedrückt bleiben vom Boden. Das wird dir am Anfang schwerfallen, ist aber tatsächlich extrem wichtig. Das war's schon. Vielleicht musst du es jetzt nochmal angucken, weil ich es schnell gemacht habe. Aber jetzt hast du eine perfekte Liegestütze. Arbeite dich langsam Richtung Boden. Und wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo und schau natürlich auch unsere anderen Videos. Dein Sven von Sano Gym.